Ja, hallo zusammen. Heute Abend das RCTO eSport Series Finale auf der Nürburgring Nordschleife. Eine ja, absolute Traumstrecke im realen Leben, aber auch virtuell natürlich. Am Wochenende hat das 24-Stunden-Rennen wieder stattgefunden und chaotische Bedingungen, wie wir es kennen von der Nordschleife. Wir haben natürlich das Wetter ein bisschen besser eingestellt für das Finale. Und das Beste ist, ich nehme euch mal eine Runde mit in unserem EX Zero und stelle euch ein bisschen die Strecke vor. Viel Spaß. Erste Kurve schon extrem eng. Man kann spät bremsen. Und jetzt etwas anders hier das Layout natürlich. Hier geht es direkt wieder links weg. Nicht diese lange Linkskurve, die wir normalerweise fahren bei den Sprintrennen. Und hier links leicht überhöht die Kurve. Hier zur rechts, jetzt runter zur Dunlop. Also ich glaube, jetzt heißt es Goodyear-Kehre. Durchbeschleunigen, schon wieder 300 fast vorm Anbremsen. Das ist Wahnsinn hier mit dem EX0. Wie viel Spaß das macht und wie schnell man wirklich mit dem Auto ist. Hier merkt man auch Allrad wieder, wie das Auto rauszieht. Jetzt hier Schumacher S. Schnelle Links-Rechts-Passage. Eine der schönsten Stellen hier auf der Grand Prix-Strecke, ganz klar. Und jetzt hier Bit-Kurve links, leicht an Curb. Dann hier jetzt die rechts. Früh ans Gas. Durch den Hatzenbach-Bogen. Ja, und jetzt kann man sich vorbereiten, mental schon mal auf die Nordschleife hier. Schikane, die schnelle Variante, natürlich auch etwas anders als sonst. Und jetzt sind wir hier beim Einbiegen auf die legendäre Nordschleife. Auto bricht ein bisschen aus. Hier ist es leicht über die Kuppe beim Anbremsen. So, jetzt hier ganz hohe Curbs. Auch da schon ganz krasser Unterschied. Kaum Auslaufzonen. Leitplanken direkt neben der Strecke. Das macht die Nordschleife wirklich aus. Hier im Hatzenbach. Jetzt sehr technisch der Teil, aber auch sehr flüssig. Man spürt direkt schon, wie schön die Strecke ist und wie viel Spaß das hier macht. Hier eine enge rechts. So, und jetzt beschleunigen zum Flugplatz. Das ist jetzt auch eine ganz berühmte Passage. Hier wird das Auto leicht über die Kuppe, geht voll und jetzt die rechts etwas bremsen oder lupfen. Hier mit dem Auto ist natürlich wahnsinnig, wie schnell man hier ankommt. So, jetzt kurz durchschnaufen. Jetzt geht es Richtung Schwedenkreuz. 350 haben wir hier. Die rechts ist auch, die links ist extrem schnell jetzt hier. So, anbremsen für die Arenbergkurve. Jetzt hier raus beschleunigen. Und jetzt geht es runter zur Fuchsröhre. Ja, ihr seht, ich bin auch am Limit hier mit dem Auto, am Kämpfen wirklich. Hier in den Adenauer Forst rein. Eine sehr langsame Stelle. Gerade nach dieser Kompression, die Fuchsröhre war natürlich voll und macht extrem viel Spaß, da das Auto am Limit zu spüren. So, jetzt kommen wir hier zum Metzgesfeld. Die erste links, die ist noch sehr schnell. Zweite schon deutlich langsamer. Hier hatte ich mal einen kleinen Ausrutscher früher, als ich die Strecke gelernt habe, noch zur Porsche-Zeit. So, jetzt hier rechts auch in die Kompression. Raus beschleunigen. Hier die links-rechts. Macht extrem viel Spaß. Geht mit dem R8, also mit einem GT3 voll. Hier mit dem EX0 natürlich nicht, weil man viel, viel schneller ankommt. So, jetzt hier Wehrseifen. Eine der oder die langsamste Stelle auf der Nordschleife, ganz klar. Raus beschleunigen, hin zu Breitscheid. Jetzt hier eine Brücke, die man gar nicht als Fahrer wahrnimmt, die aber über die Landstraße auch geht, wo unten dann die Autos herfahren. Hier Exmühle, raus beschleunigen. Allrad auch da hilft natürlich wieder den Vortrieb. Hier Niki Lauda Kurve voll. Jetzt sind wir hier im Bergwerk. Rechtskurve, die auch wieder überhöht ist. Wichtig ist hier natürlich ganz klar, einen guten Exit zu haben und wirklich sauber rauszukommen, weil es extrem lange Vollgas bergauf geht hier. Vollgas links. Bisschen gelupft zur Sicherheit. Will die Runde ja auch zusammenbringen irgendwie. So, jetzt kommen wir hier gleich zur Mutkurve. Nicht umsonst der Name Mutkurve. Sehr, sehr schnell, ganz knapp an die Leitplanke kann man da fahren. Jetzt hier über die Kuppe rechts.
Jetzt kommen wir hier zur Steilstrecke. Die ist auch tricky, weil man eben so schnell ankommt und dann erstmal das Auto verzögern muss. Jetzt kommen wir zum Karussell. Ganz berühmt, natürlich durch die Überhöhung, durch diese Betonplatten, wo die Autos herfahren. Einzigartig wirklich auf der Nordschleife. Rausbeschleunigen und jetzt gleich sind wir am höchsten Punkt, hohe 8. Hier die Linksohr, das Auto fast verloren. Die ist auch noch schnell, der Eingang. Hier oben die rechts, dann wird das Auto wieder leicht. Hier kann man schön früh ans Gas. Jetzt kommen wir zum Wippermann. Ist auch eine schöne Passage, wenn man hier ein bisschen die Curbs nehmen kann. Und jetzt gleich sind wir am Brünnchen. Ein ganz spezieller Teil, weil es hier wirklich immer viele Fans hat. Also speziell vor Corona natürlich. Und da werden wir ja hoffentlich das Ganze auch wieder so erleben in Zukunft. Da merkt man dann wirklich die Stimmung, auch nachts gerade, wenn alle die Grills anhaben und man kann es sogar im Rennauto riechen. So, jetzt kommen wir hier zum Pflanzgarten 1. Da springt das Auto ein bisschen, auch hier AX0. Dann wieder voll ans Gas, Pflanzgarten 2. Das Auto wird wieder leicht. Jetzt kommen wir gleich zum Schwalbenschwanz hier oben. Die rechte ist auch noch ziemlich zügig. So, Schwalbenschwanz. Da weiß man, man hat es fast geschafft. Man hat fast die Runde geschafft. Hier das kleine Karussell sozusagen. Und jetzt am Galgenkopf weiß man, wenn man den passiert hat, dann hat man ein bisschen Pause. An der Döttinger Höhe kann man sich ausruhen. Die lange Gerade. Hier gibt es viele Windschattenduelle. Hier gibt man normalerweise dem Ingenieur ja im echten Rennen Bescheid und sagt, okay, Spritverbrauch so und so viel, Reifendrücke, Reifentemperaturen und dass alles in Ordnung ist. Dann wissen die an der Box, alles klar, das Auto kommt gleich an Start und Ziel vorbei. Und dann bekommt man eben die ein oder andere Anweisung. Hier kommen wir jetzt durch die Antoniusbogen. Wow, im Tiergarten hier unten das Auto sehr, sehr leicht. Letzte Schikane. Bisschen Zeit liegen lassen. Und jetzt beschleunigen wir durch. Auf Startziel. Und das war eine Runde mit dem EX0 auf der Nordschleife. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich freue mich gleich auf Super Renn Action hier beim Finale. Viel Spaß.